Einen schönen guten Nachmittag. Ich habe hier einen Funkwecker. Dieser Funkwecker lädt jetzt gerade erst die Zeit. Ich habe gerade eben erst Batterien eingelegt. Die kommen hier in dieses Fach rein, sind im Lieferumfang enthalten. Sehr schön, sehr vorbildlich, sodass man es gleich in Betrieb nehmen kann. Und dann hat es hier diesen Aufsteller. Der Aufsteller geht mega schwer hier raus. Der klemmt richtig doll fest. Ich habe schlussendlich hier mit einer Schere in dieser kleinen Rille an der Seite hintergehakt. Ein bisschen habe eine Seite erstmal rausgemacht aus der Fassung. Und dann hatte ich mehr Spielraum und konnte mit Gewalt die andere Seite auch noch rausziehen. Das hängt richtig fest und es klappt auch schwer. Aus dem einfachen Grunde, weil hier kann man sie auch aufhängen. Also hier kann man, wenn das richtig schön dran ist, ich stecke das jetzt nicht mehr fest rein, weil ich will es ja aufgestellt nutzen und nicht anhängen. Man kann dann hier Haken bzw. Schrauben oder Nägel in die Wand bringen und dann das dort aufhängen. Was ich aber auch sehr schön finde, das hakt ja hier richtig hinter, man kann dadurch, wenn es an der Wand hängt, den Neigungswinkel verändern. Wenn es ein bisschen höher hängt, dass man eine gute Sicht drauf hat, von unten nach oben, wenn man auf dem Sofa sitzt und das hängt dann so weiter hoch, finde ich das richtig genial, richtig schön. So, das war hinten und hier sind noch die Tasten. Die Alarm kann man einstellen, die Zeit, die Stunden und Minuten einstellen. Mit der Z-Taste kann man zur einzelnen Funktion wechseln. Hier oben ist zum Tippen. Ja, Snooze, Schlummern, Licht an und aus. Das geht gleich wieder aus und dann kann man drauf tippen, dann geht es wieder an. So, wie gesagt, die Funkverbindung, die dauert eine Weile, ehe sich das eingepegelt hat. Wir haben hier auch ein ziemlich schwaches Funknetz. Ich muss das wahrscheinlich auch aufs Fensterbrett stellen, weil der Funkturm doch ein Stück weg steht. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Ja. Sie braucht natürlich noch eine Weile, ehe sie richtig läuft. Hier haben wir jedenfalls die Temperaturanzeige, hier die Luftfeuchtigkeit und hier kommt das Datum und der Wochentag. Also Datum nur Tag, D und M, Mond, Monat. Alarm ist aus, weil ich brauche ja keinen Alarm. Den müsste ich dann wahrscheinlich hier irgendwo raufdrücken. Ach, Alarm 7 Uhr. Bin ich aus Versehen drauf gekommen. Ach, das ist die Taste. Mache ich wieder aus und dann ist es wieder auf. Ja, also man muss dann nur ausdrücken. Ich finde die ganz toll. Ich finde die richtig genial. So, jetzt mache ich mal Licht an. So sehr hell ist es nicht. Ich mache mal dieses Licht und dieses Licht aus, damit ihr das auch seht. Es ist eigentlich ein sehr sanftes Licht. Ein schönes Abendlicht. So. Das ist sehr schwach. Ich glaube, das ging noch einen Ton heller. Nee, das ist alles. Okay, dann ist es eben so. Schöner würde ich finden, wenn ich das einstellen kann. Aber da habe ich noch keine Funktion, keine Möglichkeit gefunden. So, dann hat sie noch hier, da ist jetzt leider nicht zu sehen, weil sie das nicht anzeigt. Hier ist normalerweise dieses Signal von dem Funkempfang. Nicht das Signal, sondern das Logo, dieses Bild für den Funkempfang. Und darunter ist eine Batterieanzeige, wie der Ladestatus ist. Inwiefern da die Zeit dran wäre, die Batterien auszutauschen. Finde ich sehr schön. Dann wird man nicht vor vollendete Tatsachen gestellt, wenn dann plötzlich Schicht im Schacht ist, sondern man kann sich rechtzeitig darauf vorbereiten. So, das ist genau das, was ich haben möchte. Das ist genau toll. Ohne Kabel, ohne Pipapo. Ganz schlicht, ganz einfach. Und mit den zweckmäßigen Angaben. Nochmal Licht anmachen. Ja, das ist das Einzige, was mir nicht so ganz gefällt. Aber ich muss im Bedienheft noch lesen. Hier ist alles schön in Deutsch geschrieben. Vielleicht gibt es irgendwo eine Funktion, wo man das steuern kann, wo man das einstellen kann. Denn diese Tasten, die werden ja wohl mehr als bloß eine Uhrzeit für die Weckfunktion einstellen können. Da wird sicherlich auch noch ein bisschen was anderes dabei sein, was ich machen kann. Und da muss ich mich noch ein bisschen belesen. Ich finde die jedenfalls wunderschön. Ich finde die richtig schick und toll. Absolut mein Ding, obwohl ich erstaunt war, ein bisschen erschrocken, muss ich zugeben, dass sie so riesengroß ist. Ich meine, das ist ja doch schon eine stattliche Größe, wenn ich das mal so zeige. Die kann ja schon fast, dieses Display kann schon fast meiner Alexa hier Konkurrenz machen. Und
jetzt bin ich ein bisschen am Überlegen, wo ich das aufstelle. Ich wollte es nämlich eigentlich im Wohnzimmer in einer Schranknische verstauen, da wo ich den unterm Fernseher habe ich diesen kleinen Schrank zu stehen und da sollte das oben drauf stehen, aber dafür hätte es nur halb so hoch sein dürfen. Ich überlege noch. Irgendwas fällt mir schon noch ein. Aber von der Sache her ist es eigentlich auch praktisch. Man kann es auch unterschieben unter diesen Receiver, der dort steht. Oder den DVD-Player, der ja sowieso selten genutzt wird. Schiebe ich das unter und stelle das so vor. Und dann hat das auch einen schönen Platz. Bloß das mit dem Licht, das finde ich jetzt gerade ein bisschen. Ja, ich hätte es gerne, dass ich das steuern kann. Manchmal ist es doch schön, weil man abends ja im Dunkeln eigentlich keine Uhrzeit sieht. Und gerade darum geht es mir, dass ich mal eine schnelle Uhrzeit habe, ohne jedes Mal Alexa aufrufen zu müssen. So, das war's aber von mir. Ich finde sie schön. Ich empfehle die gerne weiter. Und 33,99 € ist für diesen Lieferumfang und Leistungsumfang absolut in Ordnung. Das ist ein Produkt, das man gerne weiterempfiehlt. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bleibt schön gesund und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.